So, Honig. 2 Esslöffel. Ja. Honig abgießen ist immer... immer ein Problem. Und wofür Honig? Das ist... ja, das ist, man reibt das die... Das wird da eine, so eine, Art, Art Marinade. Marinade, ja. Ah, dafür. Reiben die Hähnchen damit ja ein. Und wenn hinterher werden die aussehen, eher wie Kaninchen. Aber sie schmecken. Komischerweise, also als ich die eben sah, dachte ich, als sie da hingelegt haben, dachte ich, das sind Kaninchenkeulen. Hm. Aber es sind Hähnchen. Kaninchenkeulen, ja. Sind Sie sicher? Da bin ich ganz sicher, ja. Und, das war jetzt Sojasauce. Das war Sojasauce mit Honig und ein kleines also so, bisschen Cayennepfeffer. Ja, auch so ein bisschen. Das ist auch erstaunlich, wie schnell wir uns daran gewöhnt haben, diese ganzen asiatischen Sachen auch dann zu verwenden, wenn wir nicht asiatisch machen. Ja. Oder ist das jetzt ein asiatisches Gericht? Das ist kein asiatisches Gericht, nein. Ist das ein Aber es gibt so ein bisschen dieses dieser Honig. Harmoniert sehr schön hinterher mit den Rotweinlinsen. Das ist so ein bisschen was Süßes. Das ist Rot mit, ja, Rotwein. Das Gericht heißt ja das Hühner, sind Hähnchenschenkel. In Rotweinlinsen. Auf Rotweinlinsen. Oder mit, auf, ja. Oder auf. Oder an. An ist so das eigentliche. Jetzt werden die Schenkel werden gesalzen und gepfeffert. Ja. Und nicht zu wenig. Aha. Nicht zu wenig. Ob schon der Soja auch ein bisschen salzt, ne? Ja, aber das war nur ein Teelöffel, das war so wenig. Das war nicht viel. Also die Asiaten salzen ja mehr mit Soja, ja, als mit Salz. Der Pfeffer ist dort. Okay. Dann das war der schwarze, ja? Ja. So. Schön. Auch das ist etwas, was ich seit den Tagen unserer Mütter, naja, Ihre Mutter ist natürlich jünger als meine wäre, wenn sie noch lebte, die wäre jetzt über 100. Aber Pfeffer, unentwegt Pfeffer aus der Mühle, wie wir das machen, das war, nein. Hat Ihre Mutter, war das eine bewusste Köchin? Meine Mutter ist eine großartige Köchin und vor allen Dingen eine, die mit ganz wenig Geld kochen können musste. Und das hat sie prima gemacht. Es gibt so, Gerichte wie Schlabberkaps oder Stielmusauflauf. Wenn ich mit meinen Kindern heute zu meinen Eltern fahre, und die fragt dann, soll ich was Nudeln machen für die Kinder? Dann sagen die Kinder immer, nee, Schlabberkaps oder Schlabberkaps. Sie brauchen doch sicher gleich diese Pfanne. Ja, das wäre lieb, wenn Sie da schon mal 2 Esslöffel Butterschmalz. Ja, ich muss nur sehen, die wird zu heiß. Mal schauen, ob die... So. Ja, an ist sie. Zwei Esslöffel Butterschmalz. 2 Esslöffel Butterschmalz, ja. Darin braten wir dann gleich die Hähnchenschenkel kurz schön kross an. Wo sind Sie denn aufgewachsen? In Unna. Also so klang das eben auch, diese Gerichte. Ja, Schlabberkaps. Schlabberkaps. Langen Gurkensalat. Das war eigentlich nur Gurkensalat mit Kartoffeln und mehr nicht. Aber wir waren immer das ist Gurkensalat. Ja, das war Sommergerichte sind das. Ja. Tana Shanzara, die hat mir, glaube ich, das erzählt auch. Wenn ich das höre, so einen Ausdruck, dann sehe ich Tana vor mir. Ja. Die wunderbare aus Bochum. Ist ja eine Legende des Ruhrgebiets, kann man sagen. Ich war letztens noch in Duisburg in einem sehr schönen Restaurant, wo der Koch auch richtig Wert drauf legte, richtige alte Ruhrpottküche zu machen. Geht das verloren eigentlich, diese alte Kost, diese wenn man nicht aufpasst, Hausmannskost? Ja. Wenn man nicht aufpasst, ja. Und meine Frau sagt immer, es ist ganz fürchterlich, wenn sie versucht, was nachzukochen, was meine Mutter gemacht hat. Weil, kriegt sie gar nichts. Wenn sie dann fragt, wie macht man Schlabberkaps, sagt sie, ja, nimmst du Kartoffeln, Kaps und wie viel? Ja. Halt. Meine Mutter hat nur eine Handvoll oder sowas gesagt. Eine Handvoll. So, das wird jetzt... Sonst verplaudern wir uns. Ja, ganz kurz. Die Hände, ja. So. Es ist sowieso schon klein, ja. Das tue ich schon mal weg, das brauchen wir schon nicht mehr. Dann können wir die Hähnchen schon mal... Die werden jetzt angebraten. Die werden jetzt angebraten, ja. Ich tue das mal ein bisschen verteilen. Hoppala. So. Also das war bis jetzt nur Honig mit Soja. Mit Soja und ein bisschen Cayennepfeffer und Salz und Pfeffer halt für die. So. Und das lassen wir jetzt ein kleines bisschen anbraten. Dann kommen die Zwiebeln dazu. Ja. Und, Zwiebeln. Ja. Die Zwiebeln kommen dazu, kurz glasig werden lassen. Mhm. Und dann wird es mit Rotwein angeschüttet. Sehr schön. Ja, ich habe ja einen Rotwein vorbereitet, weil ich ja
mich erkundigt habe. Die Geheimpolizei hat mir alles über Sie erzählt. Ja. Also ich weiß, dass Sie großer Rotweinliebhaber sind. Das bin ich, ja. Ja? Sammeln sogar. Ein bisschen, ja. Bordeaux, ne? Bordeaux, ich trinke Bordeaux oder Norditaliener. Ja, ja. Oder auch von der A. Die großen Bordeaux kann man ja nicht mehr kaufen. Das ist ja sind zu teuer. Es ist zu teuer. Ja. Aber es gibt noch kleine Bordeaux, die sind auch nicht billig, aber die sind noch bezahlbar. Ja. Da habe ich einen, Chateau La Cardonne von 96, ein Médoc. Und den probieren wir mal. Den kann man auch zum Kochen nehmen. Früher hat man ja immer gesagt, zum Kochen einen billigen Kochwein. Das macht man nicht mehr. Ich sage immer sehr gerne, ich koche gerne mit Wein. Manchmal tue ich ihn sogar ins Essen. Ja. Muss man da irgendwie achten jetzt, dass die nicht... Ja, die müssen nur kross angebraten werden. Zu braun werden. Ich denke, die ersten... Ja, kleinen Moment noch. Kleinen Moment. Probieren wir schon mal, ne? Dankeschön. Zum Wohl. Schon schön. Wunderbar. Selbst der Kleine. Selbst der, also so klein ist der nicht. Nee, so klein ist der auch nicht. Schon schön. Ja, da hätte man früher gesagt, zu schade für ihn, mit Essen zu. Ja, 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 ja. Aber ich finde, die Qualität der Soße zum Beispiel kommt natürlich von allen, allen anderen Zutaten und unter anderem auch von der Qualität des Weins, den man reintut. Natürlich. Sehr schön. Also so als Küchenwein trinke ich ja meistens eher einen weißen, weil der leichter ist. Ja. Ja. Aber ich habe auch nichts dagegen, schon mal einen Schluck mal. Schon davon. Da bin ich jahreszeitenabhängig. Ich trinke im Sommer ungeheuer gerne Weißwein. Aber so, wenn es draußen kühl wird, dann ist es so eine schöne, mummelige Atmosphäre mit einem schönen Roten. Ich tue mal schon mal meine Pasta rein ich hier. Ich drehe schon mal. Ja. Ups. Jetzt. Rigatoni. Ich mache nämlich ein Gericht, ein Pasta-Gericht. Rigatoni mit Wildschweinsalami. Also natürlich nicht nur Wildschweinsalami, sondern eine schöne Soße. Und auf die Soße, ich muss das jetzt mal hochstellen und 13 Minuten einstellen. So. So. Eine schöne Soße, die auf die Pasta draufkommt, auf die Rigatoni. Und dann wird diese Wildschweinsalami fein geschnitten und obendrauf. Man kann es natürlich auch ohne die Wildschweinsalami machen. Aber besser nicht. Schöner. Und wenn man keine Wildschweinsalami will, kann man es natürlich auch mit normaler Salami machen. Aber die ist besonders lecker dazu und passt sehr gut. Gibt es inzwischen ja überall diese italienischen Geschäfte. Und In guten Käsegeschäften kriegt man fast auch immer Wildschweinsalami. Ja, ja. Sie sind ein Käseliebhaber. Ja, ja. Es gibt in Bonn so einen Marktstand. Ja. Und da kaufe ich immer Käse. Das, kann man auch so, weil Sie ja gerne Rotwein trinken, da passt das ja. Da kann man auch mal so ein Essen, so einen Abend machen, nur mit Käse und Rotwein. Wir machen das häufig. Also wenn wir Gäste haben, so die ganz große, das ganz große Kochen, so drei Gänge. Ja. Und die ganze Zeit in der Küche, das machen wir eigentlich gar nicht mehr so. Es gibt ein kleines Gericht, also zum Beispiel die Rotweinlinsen passen prima oder auch eine schöne Suppe oder so. Ja. Und hinterher setzt man sich zusammen, isst Käse und Oliven und trinkt dazu ein Glas Wein. Das ist, glaube ich, sehr schön. So, ich kann die Zwiebeln dazu tun. Ja. Die müssen jetzt nur eben glasig werden. Und wie sind Sie ans Kochen gekommen? Als Student. Also Sie haben in Köln Ich habe in Bonn Volkswirtschaftslehre studiert. Aha. Keine Mutter mehr dabei und dann musste ich kochen. Ja. Und, keine Schlabberkappe, wie hieß das? Keine Schlabberkaps kochende Mutter mehr. Keine Schlabberkaps. Und aber da haben die ganzen Jungs, die da halt wohnten, die haben sich gegenseitig forciert, um immer was Schönes zu kochen. Und daran sieht man, dass sie viel jünger sind als ich. Als wir studiert haben, als ich studiert habe, hatte man noch keine Wohnung mit einer kleinen Küche oder so. Das gab es überhaupt nicht. Man hatte ein möbliertes Zimmer. Ja. Und es, also irgendwie selbst zu kochen, gab es gar nicht. Nee, und wir waren 5 Mann in dem Haus. Und, also so WG praktisch, eine WG. Und das gab es auch nicht damals. Das gab's da, eine Küche. Ja, und die Küche war nicht nur zum Kochen, sondern da haben auch immer alle gesessen. Ja, ich habe erst angefangen zu kochen, als ich dann zum ersten Mal meine eigene Wohnung hatte. Ja. Als Referendar dann später. So. Aber da natürlich. Sind Sie Rezeptkocher? Ich bin Rezeptkocher, ich auch, Ich arbeite, ich drehe gerne was um. Und, ja, also sklavisches Rezept muss ja nicht sein. Ne? Nee, aber ich habe das hier liegen. Und da steht jetzt auch, dass ich jetzt den halben Liter trockenen Rotwein angießen muss. Aha. So. Ich mache mal meine Pfanne schon mal heiß. Ja,
Also wie gesagt, der ist sehr gut. Also zum Kochen, aber wie gesagt, fast zu fast schade, zu aber nur schade. Fast. Aber heute gönnen wir uns mal was, ne? Ach so, also das messen Sie jetzt auch richtig? Ich messe auch den halben Liter. Ja, das tue ich auch. Ja, ich bin da sehr ähnlich. Weil ich weiß, dass es mit einem halben Liter gut schmeckt. Ich weiß nicht, ob es mit 600 Milliliter auch gut schmeckt. Ja. Deswegen schmeckt mit 600 Milliliter wahrscheinlich. Naja, so. Das ist eine Frage dann der Konsistenz. Wenn es dann zum Beispiel zu wässrig oder so wird. Also ich finde schon auch, dass man die Maße einhalten muss. Ich glaube, dafür sind die Messbecher da. So, zwei Lorbeerblätter. Sehr schön. Und das sieht ja auch schon so lecker aus. Sieht jetzt schon gut aus, ne? Sieht zwar immer noch aus wie Kaninchenkeulen, aber... sieht hinterher noch viel mehr aus wie Kaninchenkeulen. Ich weiß auch nicht, warum ich heute bei dem armen Hühnchen dauernd an Kaninchen denke. So, meine Pfanne ist, glaube ich, jetzt auch, ja, war etwas kleiner. So, da haben wir gesagt, so 5-6 Minuten. War noch eine Uhr übrig, ne? Ja, ja. Jetzt erst mal was? 6 Minuten. So. Wunderbar. Ja, dann könnte ich eigentlich so ein bisschen bei mir schon mal anfangen, oder? Ja, dann mache ich das hier mit meinem, brauche ein bisschen Öl, Olivenöl. Haben wir denn ein bisschen Öl? Mal gucken, ja, mal da. So. Also, das messe ich nun nicht so. Nee. Genau. Da muss ich nicht 3 Esslöffel oder irgend sowas. Das kann man also wirklich so machen. So, da habe ich schon die Schalotten klein geschnitten. So. Und ein bisschen Knoblauch. Ja. Das ist ja auch so eine Sache. Knoblauch ist ja eine Glaubenssache. Ne? Ich koche schon mit Knoblauch, aber nicht so viel. Also ich denke immer, zu viel Knoblauch macht alle anderen Sachen tot. Ja, und ich hab auch dann, wenn es zu viel ist, auch immer Angst vor dem nächsten Morgen. Das man trifft am nächsten Morgen doch wieder irgendjemanden. Naja, in unseren Berufen ganz schwierig. Oh, ich hatte immer einen Zahnarzt. Der aß nicht Knoblauch, der fraß Knoblauch. Und dann kam er so ganz nah und denkt, das war furchtbar. Das ist nicht schön. Also ich mag auch sehr gerne Knoblauch, gehört auch eigentlich, gerade wenn man ein bisschen mediterran kocht, gehört es einfach auch dazu. Ja, und es ist auch sehr schön, aber man kann es auch übertreiben. Ja, also vor allem auch so roher Knoblauch, so auf Salaten und so, das ist sehr heftig. Und vor allem, ich mag es, wenn er so ganz klein und fein gehackt ist, dann ist es schön, wenn man so die großen Stücke hat und die setzen sich genau in die Lücke, die man zwischen den Zähnen hat. So, 2 Esslöffel Tomatenmark, das mache ich aber auch so. Ja, das sind klar 2 Esslöffel. Das sind doch, oder? Das haben wir doch jetzt genau abgemessen. Und die werden jetzt hier so ein bisschen auch angeschmort. Ein bisschen fast gebräunt so. Und das schmorgelt hier vor sich das hin? Das schmort jetzt ein bisschen vor sich hin. Ja. Und da kommen gleich die Möhren und die Linsen dazu. Ah, muss man Linsen natürlich vorher einweichen. Aber es gibt doch jetzt auch welche, die man gleich kochen es gibt kann. Es gibt welche, die man nur 30 Minuten einweichen muss. Sogar die habe ich probiert nicht. Und das war wunderbar. Ich kenne sogar welche, die kann man sofort reintun. Also wir haben jetzt... So, jetzt kommt mein Rotwein. Also auch derselbe, aber ich nehme jetzt nicht den Messbecher. Gut. Ich nehme ein Weinglas, das habe ich nämlich ausprobiert. So ein Drittel von diesem Weinglas. Das sind dann 0,2 oder? Ich glaube, ja. So um die Kurve. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. So, lösche ich jetzt mit dem feinen Wein. Na, toll. Also der Anfang ist schon mal klasse. Ne? Also ich sage ja immer bei solchen Sachen, wenn ich das schon lese, so ein Rezept, dann weiß ich schon fast, wie es schmeckt. Es kann ja nicht schlecht sein, nicht? Olivenöl, Schalotten. Knoblauch ein bisschen, guter Rotwein und auch alles Weitere. Sind alle Zutaten. Das kann nicht schlecht werden. Lass ich jetzt noch einmal ein bisschen. Wir hatten dieses Rezept. Dieses Rezept hatten wir in einer Zeitschrift gefunden. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher. Irgendeine schöne Kochzeitschrift. Und haben es gekocht und es war wunderbar. Und dann ist beim Umzug die Zeitung verloren gegangen. Ach. So, und wollten wir Rotweinlinsen kochen und niemand wusste mehr, wo denn nun diese Zeitung war, wie wir das gefunden haben. Dann haben wir im Endeffekt ein Gericht, das Rieslinghuhn heißt. Das heißt, hieß ursprünglich Rieslinghuhn. Riesling. Das haben wir umgedreht. Alles, was mit Weißwein zu tun hatte, in Richtung Rotwein umgetauscht. Das Ganze mit Himbeeressig ausprobiert. Aber das hat war gut trotzdem geholfen. Auch mit Linsen?
Das war auch mit Linsen, ja. Riesling und Linsen, das ist ungewöhnlich. Und weil Sie gerade sagten, die Zutaten klingen schon so, wenn man es liest, denkt man, das ist lecker. Und genau mit diesem Riesling, Huhn und Linsen habe ich auch gedacht, nee, das wäre es nicht. Aber wenn man es austauscht, aber wunderbar. Also ich meine, das darf man immer bei jedem Rezept. Jetzt tue ich einfach so Tomaten aus der Dose, so eine kleine Dose. Mache ich so ein bisschen ändern durch Rezepte schon. Dann kann das sehr spannend werden. Allerdings, wenn ich dann die endgültige Lösung gefunden habe, an die halte ich mich dann. Ja. So, wir haben jetzt noch 2,5 Minuten. Man findet ja, wenn man bei den meisten Kochbüchern, wenn man sich da genau dran hält, dann merkt man, wie schlampig die geschrieben sind. Das kann durchaus sein. Da muss man schon sehr aufpassen. Ja, aber es gibt solche Gerichte, wo man es wirklich einfach liest und man denkt sich, Mensch, das passt aber. Ja. Waren Sie schon immer ein so begeisterter Esser und Feinschmecker und Weinliebhaber? Ja. Also Wein hat während des Studiums schon angefangen und da waren ja fast alle anderen doch eher beim Bier. Ja. Und da hat so früh schon angefangen? Doch, da habe ich schon Wein getrunken, ja. Jetzt kommen, und das ist natürlich ganz wichtig, kleingehackte Salbei. Ja. Das ist ja eines meiner Lieblings. Ein feiner Geschmack, Spaghetti nur mit Butter, Salbeiblätter und ein bisschen Parmesan drauf, Pfeffer. Wir hatten neulich ein Rezept ausprobiert, das hieß selbstgemachte Gnocchi in Salbeibutter. Das ist auch genau das, wo man sich denkt, das kann man von vorne Rosmarin. Machen. Ja. Also auch natürlich ein sehr italienisches Gericht hier. Diese Wildschwein-Salami, das ist ja schon sehr italienisch. So, Rosmarin, Salbei und dann noch ein bisschen Petersilie. Ja. Das ist schon ähnlich. Petersilie brauche ich gleich auch noch. Ja, die sind gar nicht so weit auseinander, die beiden Gerichte. Aber wir sind doch alles stark von der mediterranen, besonders von der italienischen Koch-Mentalität und Philosophie beeinflusst. Es ist auch lecker. Also das ist, wenn man sich überlegt, wie schwer vieles Deutsche früher war. Und dann Tomaten, Olivenöl. Es passt sehr zu unserem Lebensstil, diese mediterrane Küche. Weil eben dieses Olivenöl natürlich auch besser ist als zu viel Butter und so weiter. So, jetzt häute ich hier diese Salami. Na. So, ich werde jetzt hier mal davon ausgehen, dass die 6 Minuten um sind. Ja, die sind auch jetzt gleich um. So. Und dann kommt Möhren hinein. Da sind die 6 Minuten um. Waren das die 6 Minuten? Ja, oder meine 13. Nein, meine 13. Da kommen jetzt die Möhren hinein. Ah ja, Möhren und dann... Und dann die Linsen. Die Linsen. Und die waren eingelegt? Oder? Die waren eingelegt. In diesem Falle sogar über Nacht. Ah ja. Und müssen gleich noch ein bisschen Wasser anschütten. So 250 Milliliter, sonst haben wir zu viele Linsen im Topf. Ah ja. So, und ich bin hier mit meiner schönen Salami zugange. Geht ganz gut mit der Haut. So. Schneide ich schon mal. So. Etwas höher drehen. Lass das mal ein bisschen köcheln hier. Ah ja. So. Und das muss jetzt wahrscheinlich... Kann noch ein kleines bisschen Ingwer. Ja. Ingwer? Wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Das ist ungewöhnlich. Ja. Aber wie ich schon sagte, das ist ja heute diese Einflüsse... Also die mediterrane Küche ist die Basis und dann kommen die ganzen Einflüsse aus Asien und auch ein bisschen jetzt mehr und mehr auch aus arabischen Sachen. Ja. Man macht jetzt schon so ein bisschen marokkanische Dinge, noch nicht so viel wie asiatisch, aber kommt auch. Koriander, Kardamom. Ja. So. Und das lässt man jetzt einfach 20 Minuten ziehen. Aha. Wie gesagt, die Möhren sind jetzt drin, zwei Möhren klein geschnitten. Mach ich mal 20 Minuten. Dann die Linsen. Ja. Und so. Gut. Sie haben natürlich eins fertig gemacht schon. Ja. Das ist magisch. Sonst würden wir das nicht schaffen. So, meins köchelt jetzt hier so ein bisschen. Ich sehe gerade, dass in einer Minute meine Rigatoni soweit sind. Bei mir kommen jetzt am Schluss noch, Oliven, grüne und schwarze Oliven dazu.
Und dann ist es so ein bisschen kräftig, wenn man schon die Farbe sieht. Mhm. Aber das passt natürlich zu dieser Wildschwein-Salami. Das muss schon so dabei sein. So, ich kann schon mal anrichten. Ja. Ich muss allerdings noch ein kleines bisschen abschmecken. Ja, ja, das muss ich dann auch noch hier bei mir. Das mache ich aber erst, wenn die Oliven drin sind. Besteck finde ich wo? Hier. War ich schon instinktiv. Ja. Aha. So, meine Rigatoni, die probiere ich erstmal. Ein bisschen Oliven. Das ist schon sehr gut. Ja. Ein bisschen Salz, Pfeffer. So. Und dann so ein kleiner, Spaß ist immer noch, mit ein bisschen Himbeeressig. Ah ja, ah ja. Ja, ja, das passt ja zu den Linsen, ne? Ja. So, jetzt muss ich mal sehen. So. Mal probieren. Bei den Rigatoni ist das ja nicht so schlimm wie bei den Spaghetti. Ne? Ja. Da muss man ja immer probieren. Bis man sie wirklich al dente hat. Bis die al dente sind, ja. Aber die Rigatoni, ja, die sind prima. So. 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 So, ich denke, ich müsste es haben. Jetzt muss ich abschmecken. Ah, wunderbar, dann kühlt das ein bisschen aus. Ich bin so empfindlich. Kann nichts mehr passieren. So. Haben wir so einen Auffülllöffel? Hm. Da. Ah ja, wunderbar. Bisschen Salz. Bisschen Zucker. So. Und wo haben wir den Pfeffer? Ja. Bitte sehr. Sieht schon lecker aus. Ja. Und immer noch wie Kaninchen. Und immer noch wie Kaninchen. Ja, jetzt erst recht, ne? Mit der dunklen Farbe. So. So. Wunderbar. So. Ja, super. Wunderbar. Alles geklappt. Alles hat bestens geklappt. So. Das sieht aber auch wirklich hervorragend aus. Ne? Also es ist nicht nur, es ist nicht nur so. Halten. Danke sehr. Es ist nicht nur so, dass es sich gut liest als, nee, als Rezept. Nee. Es sieht auch schon lecker aus. Aber es schmeckt doch. Und die Wildschweinsalami kommt hinterher am Ende. Einfach drauf. Darüber. Dabei fällt mir ein, ich habe noch was vergessen. Aha. So. Ich bin ein Schrecklicher. Also, wenn ich koche, sieht es sowieso schrecklich aus in der Küche. Das ändert aber am Geschmack nichts. Nichts? Gut. So, jetzt kommt die. Machen wir hier vielleicht kurz mal. Mich befehlte noch die klein gehackte Petersilie. Ah. Aber die kommt eh drüber und insofern. Na, das ist ja kein Problem. Passt es. So. Ich muss hier. Ich tue das jetzt mal so drauf. So. Und mach dann hier ein bisschen sauber. Dann schließe ich mich an. So. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, womit essen wir das? Gabeln, oder? Schlicht mit der Gabel, ja. Glaube ich auch. Probieren wir mal. Wird auch noch ein bisschen heiß sein. Wunderbar. Hm? Wie Urlaub in Florenz, ne? Kann man haben. Passt der Rote auch schön dazu. Ne? Zum Wohl. Erstmal. So kann der Abend anfangen. Ja. Ne? Jetzt gehen wir aber zum Kaninchen über. Das Kaninchen, das ein Hähnchen war. Irgendwo hinstellen. Das, jetzt bin ich aber gespannt. So, das Kaninchen hat diese, das Hähnchen hat also diese Farbe wirklich nur außen. Wenn man das jetzt ein kleines bisschen anschneidet, sieht man das, dass es von innen schon ein Hähnchen ist, geblieben ist. Ja, ja. Oh ja. Aber schön. Hm. Jetzt bin ich ja auch gespannt. Das muss man versuchen zusammen zu essen, ja? Ja. Und das Schöne an dem Gericht ist, sehr schön. Man kann es wunderbar wieder warm machen. Man kann es vorbereiten und das schmeckt dann auch. Aber jetzt, der Honig ist schon wichtig. Der ist schon wichtig, ne? Uiuiui. Sehr schön, aber auch die Linsen natürlich. Da merkt man auch, dass ein guter Wein drin ist. Mhm. Ich habe das letzte Mal mit einem Spätburgunder vom Deutzer Hof gemacht. Mhm. Und das war auch wunderbar, passt auch sehr gut. Ja, klar. Also, das muss nicht Bordeaux sein für dieses Gericht, aber ein schöner Wein, guter Wein. Ein guter Wein sollte es sein. Und auch beim Essig darf man, glaube ich, nicht sparen. Ein guter Essig, man nimmt ja nicht so viel, aber da sollte man wirklich auch... Also man kann sicherlich auch mit einem Balsamico probieren oder so, aber ich fand gerade so ein Kirschessig oder Himbeeressig oder so, gibt dem Ganzen so ein bisschen fruchtige Note, aber der Balsamico sicher auch. Danke sehr. Ein dreifaches... Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Das war lecker. Beides war lecker, ja. Aber das ist toll. Freut mich. Und passt dazu. Passt, super. Bedanke mich. Sehr gerne.